Diese Nachricht sorgte für jede Menge Wirbel. Dieter Bohlen starte angeblich ein musikalisches Comeback und produziere einen Hit für die Schlagerband Die Schlagerpiloten. Nun meldet sich Bohlen aber selbst auf Instagram zu Wort und überrascht seine Follower mit einem eindeutigen Statement. Ich werde mal wieder vor einen Karren gespannt, mit dem ich gar nichts zu tun habe. Weiter erklärt der Pop-Titan, dass er die Gruppe überhaupt nicht kenne und auch nichts für sie produziert habe. Den Song, um den es geht, kenne Dieter jedoch noch aus alten Zeiten. Die Wahrheit ist, das ist ein uralter Song, den habe ich mal für Fantasy geschrieben vor hunderten von Jahren. Fantasy ist ein Schlagerduo, mit dem Bohlen 2016 zusammenarbeitete. Dieter appelliert abschließend an seine Fans, die vielen Gerüchte nicht zu glauben. Seine Follower feiern das Multitalent für seine Ehrlichkeit in den Kommentaren. Bist und bleibst einfach der Beste. Mach, was dir gefällt.